Ja, vielen Dank. Keine Rolle. Akustik, schön. Ja, schön, dass ich hier mitdiskutieren darf und auch ein bisschen die Eigentumsvorstellungen in der Gemeindeökonomie, so wie sie bisher ausgearbeitet wurden, ist ja noch sehr rudimentär. Ein Ansatz ein bisschen vorstellen darf in Anknüpfung an Sabine. Und ich wurde in der österreichischen Presse für diesen Versuch, hier einen neuen Zugang, einen neuen Denkmöglichkeitsraum zu öffnen für Eigentum, wurde ich von der österreichischen Presse dann als Herz-Jesu-marxistischer Enteignungseuphoriker. Hat ja zu früh gelacht. Also Herz-Jesu-marxistischer was? Herz-Jesu-marxistischer Enteignungseuphoriker. Vom Chefredakteur persönlich und gleichzeitig die Presse, das ist das, was die FAZ in Deutschland ist, und gleichzeitig wurde das Buch nicht besprochen, also die Gemeinde wurde nicht besprochen, sehr typisch. Heute ist mir bewusst geworden, dass das ein Kompliment war. Ich habe mir gedacht, eigentlich müssten wir eine Initiative für Enteignungstum gründen. Und wenn man dann noch ein bisschen genauer hinguckt, eigentlich für Umeignungen. Der genauere Gedanke vor dem Hintergrund von Artikel 15 im Grundgesetz ist, dass man verschiedenste Güter ihrer besten Eignung zuführen kann, wenn sie derzeit ungeeignet gehalten oder verwaltet werden. Und vielleicht könnte es eben darum, sie ihrer eigentlichen Eignung zuzuführen. Und da ist Artikel 15 nur ein Anfang. Und damit man sich das konkreter vorstellen kann, was ich damit meine, würde ich gerne die 6 Eigentumsarten oder Nicht-Eigentumsarten, die die Gemeinwohlökonomie als Denkvarianten vorschlägt, vorstellen. Das ist neben dem Privateigentum und dem öffentlichen Eigentum das schon genannte Gemeineigentum oder Gemeinschaftseigentum, das man auch Commons nennen kann oder Armenten. Dann als 4. Form Gesellschaftseigentum, das ist das, was es in Ex-Jugoslawien gab, was zwar große vergesellschaftete Genossenschaftsbetriebe waren, die aber keine Staatsbetriebe waren. Und dort hat unter anderem VW in den 80er Jahren produzieren lassen, weil die so effizient waren. Also das hat funktioniert. Und dann würde ich noch Kategorien 5 und 6 in Bezug auf die Natur ergänzen, nämlich Nutzungsrechte an der Natur und Schutzrechte der Natur. Und da habt ihr schon gehört, es gibt kein Eigentum an Natur. Das wäre sozusagen ein weiteres Charakteristikum der Gemeindeökonomie. Aber ganz kurz nochmal, was unterscheidet jetzt das Gemeineigentum von dem Gesellschaftseigentum? Das Gemeineigentum wäre privates Eigentum, aber eben nicht individuelles Privateigentum, sondern kollektives Privateigentum. Zum Beispiel kleinere Genossenschaften. Mhm. Oder aber auch Commons, die gar keiner Rechtsform unterliegen. Commons können aber auch Gesellschaftseigentum sein. Das wäre dann vielleicht eine Ausprägung von Commons. Vielleicht gibt es private Formen, private Commons im kleineren Kontext und dann gesamtgesellschaftliche Commons. Das habe ich mal als öffentliche Almenten bezeichnet. Mhm. Commons heißt Allgemeingüter, das englische Wort für Gemeingüter. Mhm. Und im Mittelhochdeutschen heißt es das, was allen gemeinsam gehört. Die Alm kommt einer der beiden etymologischen Wurzeln zufolge von Gemeineigentum, die andere kommt von Altus, ist hoch, aber die andere Wurzel ist eben Gemeineigentum aus dem Mittelhochdeutschen. An diesen Nuancierungen sieht man, das sind jetzt nicht die 6 Kategorien, die es gibt, sondern da gibt es Mischformen, Zwischenformen und eigentlich eine unzählige, there are many of alternatives zu den Hauptkategorien Privateigentum und Staatseigentum, die in bipolarisierten politischen Debatten, auf die sich alles reduziert. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, lasst uns diese 6 Eigentumskategorien möglichst unvoreingenommen, so gut das geht, oder mit bestem historischen Vorwissen andererseits, also best informiert und trotzdem unvoreingenommen, neu denken und dann schauen, welche Eigentumskategorie eignet sich wofür.
Oder vielleicht, um es von dir aufzugreifen, Sabine, welches soziales Verhältnis eignet sich für welche Güterform am besten, um es uns vielleicht direkter zu benennen. Und dann kann man mit dem Umeignen beginnen. Dann kann man sozusagen diejenigen Güter, die heute Privateigentum sind, vielleicht in Gemeinschaftseigentum oder Gesellschaftseigentum überführen oder vielleicht in öffentliches Eigentum. Oder man kann auch das Eigentum an Natur in Nutzungsrechte rückführen oder in Schutzrechte, wenn nicht einmal die Nutzung angesagt ist. Ja, und dafür könnte ich mir eine umfassende Umeignungsbewegung vorstellen. Eine letzte Generalüberlegung der Gemeinwohlklinik in Bezug auf alle Eigentumsarten ist, dass man für jede Eigentumsart Bedingungen und Grenzen vorsieht. Wenn das Grundgesetz in Artikel 14 sagt, dass Eigentum verpflichtet, und spannend, du sagst, das Eigentum ist eigentlich ein unscharfer Begriff, da müsste man beim Artikel 14 gleich mal hingucken, ja, welche Eigentumsformen sind hier gemeint und welche Eigentumsformen sind verpflichtet. Ist nur Privateigentum verpflichtet, dem allgemeinen Wohl zu dienen, oder ist öffentliches Eigentum genauso verpflichtet, oder sind überhaupt alle Eigentumsformen, und wenn alle, welche gibt es denn überhaupt, verpflichtet, dem Eigentum zu dienen, um es nicht dem allgemeinen Wohl zu dienen. Und wo es halt vielleicht am augenfälligsten ist und am vordringlichsten ist heute, dass natürlich Privateigentum beweisen muss, dass es dem allgemeinen Wohl dient. Und dann ist die Zerstörung schon mal ausgeschlossen, weil die Zerstörung von Eigentum wird wahrscheinlich in keinem Fall dem Gemeinwohl dienen. Und das andere ist die Obergrenze. Also warum ich als herzlich-marxistischer Eindeutig verfolge? Weil ich eine Obergrenze für Privateigentum, sowohl für Privatvermögen als auch für Eigentum an Produktionsmitteln vorgeschlagen habe. Das war sozusagen das Stachel, das schmerzhafteste Stachel im Fleisch. Aber ich tue das umso bewusster, weil das ist vielleicht der wichtigste Mechanismus für Machtkonzentration und damit für Freiheit, die Gefährdung der Freiheit aller anderen und die Gefährdung der Demokratie als Staatsform, wenn man hier keine Obergrenze vorsieht an Produktionsmitteln und an Privatvermögen. Und der allerletzte Punkt, was die Natur betrifft, da hat die Gemeinwohlökonomie, die ja ein postanthropozentrisches, postpatriarchales und postkoloniales Gemeinwohlverständnis hat, also es ist kein auf den Menschen zentriertes oder fokussiertes Gemeinwohlverständnis, es schließt alle Lebewesen mit ein, es schließt die Nord-Süd-Perspektive mit ein und es sieht auch den Menschen nicht unbedingt im Mittelpunkt der Schöpfung, sondern als Mitglied der Schöpfung oder der Biosphäre, etwas, um es weltlicher auszudrücken. Folgen wir der Ansicht vieler indigenen Bevölkerungen, die sagen, der Mensch hat den Planeten Erde nicht erschaffen, wir haben auch die Natur nicht erschaffen, wir sind Teil dieses Lebensverbundes und deshalb ist es eine Denkunmöglichkeit, dass wir Eigentum anmelden an dieser Natur, an diesem Lebenszusammenhang, aus dem wir hervorgegangen sind und nicht die Ersten waren. Das ist eine es ist natürlich eine Denkmöglichkeit, aber wir wollen das nicht. Wir legen ethisch fest, es gibt kein Eigentum an Natur. Und man kann es jetzt da sogar rückabwickeln und könnte sagen, prinzipiell ist die Lebenssphäre, die Biosphäre, ist die gesamte Natur geschützt. Weil das ist sozusagen der heilige Zustand, 100% Schutz. Und vom Schutz kann man Ausnahmen machen für Nutzung und Nutzung nur für gemeinwohlorientierte, gerechte, fair verteilte, demokratisch entschiedene Nutzungsformen. Sei das Wohnen und Leben, sei das landwirtschaftliche Nutzung. Und dann kann man wieder sehen, ja, kann man das jetzt einer privaten landwirtschaftlichen Nutzung in einem begrenzten Ausmaß überlassen, gegen die Bedingungen der Gemeinwohlbilanz, oder nur als Gemeinschaftseigentum, was ja Artikel 15 vorsieht. Und auch bei der betrieblichen Nutzung dasselbe. Ne? Welche Umweltwirkungen hat dieser Betrieb? Welche Gesellschaftswirkung hat dieser Betrieb? Welche Eigentumsform hat dieser Betrieb? Und dann bekommt dieser Betrieb eine begrenzte Fläche zur Nutzung, aber nur für das Kerngeschäftsmodell und für nichts anderes. Dann gibt es weder Immobilienspekulation noch Landgrabbing. Und die dritte Stufe, Eigentum an Grund und Boden, gibt es aus Prinzip nicht. Ne? Von der anderen Seite mal her gedacht. Okay, also das, was du mit dem Artikel 15 ausgelöst hast, das kann man noch viel weiterführen. Sehr schön eigentlich, dass das Wort eignen, was eignet sich, welches Eigentum eignet sich, für was ist eigentlich eine schöne
Betrachtung auch des Wortes eignen. Sabine, möchtest du darauf direkt jetzt antworten oder erstmal neugierig hören, was Fabian zu sagen hat? Und dann Letzteres, okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Und danke auch vor allem an Sabine für diesen großen Ritt durch die komplizierte Materie des Eigentums, die du aber, finde ich, sehr schön anschaulich geschildert hast. Was ganz so einfach ist, weil, wie du zu Recht sagst, es ist eigentlich eine komplizierte Geschichte. Eigentum ist ein kompliziertes Geflecht von Nutzungs- und Verfügungsrechten und das muss man erstmal aufdröseln. Also danke dafür. Ich bin dir auch dankbar dafür, dass du enthüllt hast in der marxischen Tradition, das war eines der großen Verdienste von Marx, dass er die verdinglichten Formen von Eigentum und Geld gezeigt hat als Beziehung, dass das alles Beziehungen sind. Das betrifft Geld ja genauso. Ne? Also ich gehe in den Laden und denke, ich kaufe irgendwie mit meinem Geld meinen Computer. Nein, stimmt nicht. Riesiges Beziehungsgeflecht dahinter von Leuten, die das alles gemacht haben, transportiert haben und so weiter, die ich gar nicht sehe. Also diese Verdinglichung macht die gesellschaftlichen Verhältnisse unsichtbar und führt uns zu der Illusion, ich hätte mit meinem Geld meinen Computer gekauft und führt uns zu der Idee, Eigentum ist ein Ding, was man haben kann. Also das finde ich ganz wichtig. Ich habe also so viel, ich versuche das jetzt so ein bisschen kurz zu machen, auf die wichtigsten Sachen einzugehen, vielleicht erstmal mit dem aktuellen Anlass Deutsche Wohnen enteignen. Das ist wirklich ein historischer Tag gewesen, als 58% der Berlinerinnen und Berliner gesagt haben, jawohl, Deutsche Wohnen enteignen, da sind wir dabei. Weil genau wie du sagst, die Debatten waren ja früher so, enteignen ist ein Angstwort, obwohl es im Grundgesetz steht und auch eher positiv besetzt ist da. Sie haben in meinen Augen leider auch einen Fehler gemacht damals. Es gab ja davor das Wasservolksbegehren zum Rückkauf oder erstmal Offenlegung der Geheimverträge, tausendseitige Geheimverträge, wo der Senat die Wasserwerke, die gut funktionierten, schwarze Zahlen geschrieben haben, teilprivatisiert hat, geheimer Vertrag, garantierte Rendite von marktüblichen Verzinsungen plus 2%. Das wurde also erstmal offengelegt durch ein Volksbegehren und dann viel zu teuer rekommunalisiert. Aber das damalige Volksbegehren hat halt eben gleich einen Gesetzestext entwickelt, was mit Risiken verbunden ist, weil wenn der juristisch irgendwas nicht wasserdicht ist, kann der Senat sofort sagen, weg damit, ne? Und das haben sie in diesem Fall nicht gemacht. Ich habe auch viel mit den Leuten gesprochen. Sie haben gesagt, es war ihnen zu risikoreich, dass das juristisch nicht wasserdicht ist. Jetzt machen sie es aber trotzdem mit dem Anwalt. Also ich bin denen total dankbar. Ich finde es eine großartige Initiative und dass sie das geschafft haben. Ne? Aber ich denke, jetzt ist es ein bisschen, wird man sehen, ob es klappt im zweiten Anlauf. Ne? Aber gut, aus Erfahrung wird man schlauer. Aber der Senat tut natürlich alles, um zu verhindern, dass es umgesetzt wird, vor allem die SPD. Und dass die SPD nach der Neuwahl jetzt plötzlich mit der CDU gekummelt hat, obwohl sie die alte Koalition fortsetzen können, liegt natürlich daran, dass sie dieses Enteignungsthema vom Tisch haben wollten. Die SPD ist leider in Berlin relativ synonym, genauso wie die CDU mit der Immobilienmafia seit Jahrzehnten. Das ist auch kein offenes Geheimnis. Ich habe mich nicht getraut, so zu sagen. Ja, es ist auch ein bisschen zugespitzt. Es sind natürlich auch solche und solche, aber man muss das leider sagen. Und die GfK hat das natürlich genauso gemacht, dass es trotzdem jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, ist trotzdem interessant. Und da muss man natürlich dranbleiben. Und ich finde es ganz wichtig, dass man den Erfolg, den mit den 58% und dass jetzt auch Dr. Black Medien und dieses ganze Gremium gesagt haben, jawohl, das kann man und soll man, das muss man jetzt nutzen und in die Öffentlichkeit bringen und sagen, jawohl, auch Hamburg enteignet und auch RWE und Co. Also diese gesellschaftlichen Verfahren. Jetzt sieht sich das in Hamburg auch auf Wohnungskonzerne? Ja. Also diesen Fahrplan, den man da hat, den muss man jetzt anpusten. Ne? Ganz wichtig. Und dann vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Privateigentum. Wo kommt das eigentlich her? Du hast die Bauernkriege angesprochen, den Jahrestag. Das war sicher ein ganz wichtiger Schritt, um das zu etablieren in Europa. Was dann aber tatsächlich passiert ist, ist, dass man das römische Recht reaktiviert hat, das im Mittelalter eigentlich keine große Bedeutung mehr gehabt hat. Und das römische Recht war ein extremes
Recht von Nutzungs- und Verfügungsrechten. Man hat das in Rom damals auch, weil eine sehr entwickelte Rechtswissenschaft in Rom, hat man das aufgeschlüsselt, was es alles für Nutzungs- und Verfügungsrechte gibt. Da gibt es Usus, das ist, dass man irgendwie ein Stück Land zum Beispiel braucht, um es darauf spazieren zu gehen. Es gibt Usus Fructus, das heißt, die Früchte des Landes zu benutzen oder die Kuh zu melken zum Beispiel, und es gibt Abusus, das ist die Zerstörung zum Beispiel, wenn man die Kuh schlachtet, ne, oder das Stück Land auslöscht, indem man seine Kupfermine drauf enteignet. Und dann gibt es noch alle möglichen Rechte von zum Beispiel das Land verpfänden oder das Land verkaufen und so weiter. Also es ist sehr komplex. Und die radikale Lösung, die in Rom damals gefunden wurde, ist zu sagen, derjenige, dem das gehört, der Eigentümer, darf alles damit machen. Ne? Und das war eine Lösung, die es in dieser Radikalität in der Geschichte bis dahin nicht gegeben hat, es immer Einschränkungen gegeben hat. Das ging ja in Rom sogar so weit, dass der Eigentümer, der Pater Familias, ne, der Patriarchat, der Patriarch in der Familie, hatte sogar die Verfügungsgewalt über seine Kinder, ne, und über seine Sklaven natürlich. Und das streckte sich, das hast du ja auch schon gesagt, auf Personen. Und auch das ist in der Neuzeit mit dem Aufkommen des Kapitalismus reaktiviert worden, durch die Sklaverei. Ne. Und das ging bis weit ins 19. Jahrhundert. Der Code Noir in Frankreich hat, der kurze Zeit in der Revolution außer Kraft gesetzt wurde, unter einer Napoleon reaktiviert, der hat Menschen, Sklaven, als Möbel definiert, als bewegliche Gegenstände. Und das war bis 1848 in Kraft, dieses Gesetz. Also es ist eine sehr, diese römischen Verfügungsrechte, das geht also sehr weit. Und wir haben dieses Recht, und wir haben das immer noch römisches Recht. Und das müssen wir überwinden. Das ist also eigentlich in meinen Augen ein perverses Recht. Vor allem auch in Anbetracht der ökologischen Katastrophe. Ja, also diese Idee, dass ein Konzern oder so irgendwie ein Stück Land benutzen kann oder den Amazonas benutzen kann und damit machen kann, was er will, das ist eben diese extreme Verfügungsgewalt, teilweise durch Umweltgesetze eingeschränkt, aber wie du richtig sagst, Sabine, eben nur im Nachgang. Ne? Und wir brauchen Rechtsformen, die von vornherein sagen, das geht nicht. Und da gibt es sehr interessante Debatten, die gerade laufen, über die Rechte der Natur zum Beispiel. Also viele Gerichte in Ländern wie Indien, Kanada und so weiter, in einigen Bundesstaaten der USA, haben Flüsse, Berge, andere Teile von Landschaften als Rechtssubjekte anerkannt. Das heißt, die können nicht, über die kann nicht in derselben Weise verfügt werden, wie über Dinge, die dem römischen Privatrecht unterworfen sind. Da passiert also sehr viel. Und wer vertritt dann diese Rechtssubjekte? Naja, wenn zum Beispiel in der Verfassung, wie das in Ecuador der Fall ist, oder in Bolivien, das in der Verfassung oder per Gesetz geregelt ist, dann kann, müssen Menschen natürlich für diese Natursubjekte sprechen, aber es kann, ich weiß nicht, wie das genau geregelt ist, ob jetzt jeder Bürger oder ob das eine bestimmte Qualifikation braucht, um dann vor bestimmten Gerichten klagen zu können, aber diese Klagen finden auch statt. Ne? Teilweise bescheiden sich da auch nicht. Das könnt ihr nicht mit dem Fluss machen. Ne? Also da werden, also die römischen Rechtsideen wird langsam verändern sich. Sehr langsamer Prozess, aber ein sehr interessanter Prozess. Dann vielleicht noch eine Anmerkung zum Volkseigentum in der DDR. Das ist vollkommen richtig, dass das in der Praxis kein Gemeineigentum war. Ne? Wie immer man Gemeineigentum jetzt definiert, das ist ja im Artikel 15 des Grundgesetzes tatsächlich ein juristisch nicht definierter Begriff, was eigentlich auch was Tolles ist. Erstaunlich, dass er 70 Jahre oder länger geschlafen hat, aber es ist eigentlich was, was man füllen kann und was auch eine Aufgabe der Gesellschaft ist, das zu füllen. Was meinen wir denn damit? Was meinen wir mit Vergesellschaftung? Was meinen wir mit Gemeineigentum? Und in der DDR war es juristisch aber tatsächlich so, dass Volkseigentum nicht privatisierbar war. Es war also ein Stück weit anders als Staatseigentum bei uns im Westen, wo tatsächlich das, wie Daniela Dahn immer wieder betont, und da hat sie vollkommen recht, Staatseigentum in unserem Rechtsform ist nichts anderes als Privateigentum in der Hand des Staates. Das heißt, der kann auch wiederum damit machen, was er will, inklusive privatisieren, was wir am laufenden Meter sehen. Deswegen ist Verstaatlichung auch eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Volkseigentum in der DDR war in der Praxis natürlich auch Staatseigentum. Das heißt, das, was versprochen wurde, was auch von den progressiven Leuten, die DDR zum Teil gegründet haben, gedacht war, dass es tatsächlich Gemeineigentum wird, ist in der Praxis nie umgesetzt worden. Trotzdem ist es eine interessante Rechtstradition, mit der man sich beschäftigen kann.
Genau, dann vielleicht noch einen kurzen Schlenker zu der Geschichte der Geldwirtschaft. Die Geldwirtschaft in ihrer modernen Form, Markt und Eigentum hängen natürlich alles zusammen. Eine ganz wichtige Rolle, und das spielt natürlich jetzt, wo wir diese Militarisierung in unserer Gesellschaft erleben, auch wieder, ist von einer gewissen Aktualität. Die Entstehung des Kapitalismus wäre ohne das Militär nicht möglich gewesen. Die ersten Lohnarbeiter im großen Stil waren die Söldner. Und man brauchte also Unmengen von Geld, um die großen Heere, die Kanonen zu bezahlen, die Söldner zu bezahlen. Und das das konnten die Landesherren nicht. Die hatten kein Geld, die mussten sich verschulden bei den Bankiers und so weiter. Und das hat eigentlich dieses ganze System überhaupt richtig ans Laufen gemacht. Also es war ein Zusammenfluss von der Bewegung der Einhegung der Commons plus dieser Militärapparate, die finanziert werden mussten. Und die auf diese Weise musste die Geldwirtschaft mit sehr viel Gewalt durchgesetzt werden. Über Steuern, das hattest du schon gesagt, die Bauern wurden also gezwungen, ihre Abgaben nicht mehr in Naturalien, sondern in Geld zu erbringen. Also das Militär hat von Anfang an eine ganz zentrale Rolle in diesem Prozess gespielt. Dann vielleicht noch eine Bemerkung zu der Frage Konkurrenz als Motor der Akkumulation, was du angesprochen hast. Das ist vollkommen richtig. Natürlich, die Arbeiten entstehen zueinander in Konkurrenz und auch die Unternehmen stehen in Konkurrenz und das treibt also dieses ganze Geschehen an. Wir müssen aber sehen, dass es noch eine zweite Form des Akkumulationsdruckes gibt, die verrechnet worden ist und die verrechnet worden ist mit der Gründung der ersten Kapitalgesellschaften am Anfang des 17. Jahrhunderts. Die erste war die Niederländische Ostindien-Kompanie, gegründet 1602 in Amsterdam. Und das war eine vollkommen neuartige Institution in der Geschichte der Menschheit aus verschiedenen Gründen. Erstens wurde jede Art von Haftung ausgeschlossen. Der Anteilseigner, also die Kompanie, konnte machen, was sie wollte, die wurden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das Zweite, was noch wichtigere ist, dass also der einzige Zweck dieser Kompanie darin bestand, das Geld zu verwerten, zu vermehren, und zwar in Unendlichkeit. Bis dahin gab es nur begrenzte Handelskompanien für die eine oder andere Raubzug, muss man fast sagen. Es waren ja de facto oft koloniale Raubzüge. Aber nun wurde das zu einer Institution gemacht, die ewig bestehen würde, wo Leute also Geld reinlegen. Eine Maschine wurde konstruiert, die tatsächlich nur dafür da ist, Geld zu verwerten, für die die Anteilseigner keinerlei Haftung übernehmen. Und da ist also verrechtet ein Akkumulationsdruck drin. Es gibt auch im deutschen Recht sozusagen den Zwang der Aktiengesellschaften, Dividenden auszuschütten und so weiter. Und das ist auch eigentlich unabhängig von der Konkurrenz am Markt. Das müssen die sowieso machen. Da können zum Beispiel Familienunternehmer haben da etwas mehr Spielraum. Und das ist natürlich, diese Unternehmen, Kapitalgesellschaften, dominieren natürlich global. Die 500 größten Unternehmen der Welt vereinen auf sich 2/3 des Handelsvolumens und ihre Bilanzsumme beträgt 40% des globalen Bruttoinlandsproduktes. Das ist schon eine dominante Form des Privateigentums an Produktionsmitteln, extrem zerstörerisch gewesen ist. Diese Aktiengesellschaften hatten ja ihr eigenes Militär. Die waren quasi staatliche Institutionen, interessanterweise. Ne? Sie hatten das Recht, Münzen zu prägen. Sie haben ganze Länder dann erobert und regiert, wie Indien, die British East India Company, haben Recht gesprochen, inklusive Todesurteile. Also sieht man, wie Kapital selbst da zum Staat geworden ist und eine eigene Akkumulationslogik auch jenseits der Konkurrenz hat, weil die oft Monopole hatten. Mhm. Ja. Und Kapitalgesellschaften, denen werden wir ja auch einen Workshop widmen, das hattest du angeboten, genau. Da nochmal drauf einzugehen, was auch die Alternativen sind, das ist ja jetzt dann auch sehr relevant wurde. Genau. Ich finde jetzt, wenn ich mich zuhöre, sehe ich also zwei große Komplexe, also dieses ganz wichtig, ganz andere Verhältnis zur Natur, das habt ihr auch jetzt speziell ihr beiden sehr stark in euren Büchern auch drin, was mit einem ganz anderen auch, ja, weiß nicht, wie man da auch sagen kann, soziales Verhältnis braucht. Und das andere ist das große Thema Demokratisierung der Produktionsverhältnisse oder der Eigentumsverhältnisse, wo wir als Mitbestimmende und Mitgestaltende ja das Prinzip des Marktes ersetzen müssen durch bewusstes Mitgestalten und Mitentscheiden. Also ein riesiges Demokratisierungsprojekt voller interessanter Aufgaben. Also ein neues Verhältnis zur Natur, aber auch ein endlich mündiges, demokratisches Mitbestimmen auch in der Ökonomie. Sabine, kann man das
Oder was wäre jetzt auch deine, du hast jetzt viel Resonanz bekommen, gell, von den beiden, was also deinen Vortrag ausgelöst hat. Kann ich das hier rausmachen? Ja. Test, Test, Test. Kein Test. Ist nicht. Der Felix. Nee. Ich bei dem, er ist jetzt an den Reglern. Jetzt? Das grüne Kabel. Ja, das grüne. Muss er noch einsprechen, damit er dich hallo, regeln kann? Hallo. Test, Test, Test. Jetzt wechseln doch einfach. Sonst nimmst du einfach Fabians. Jetzt. Ja. Ne? Also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du hast jetzt gerade für mich einen der interessantesten Punkte benannt, den ich nicht müde werde, immer wieder zu betonen, weil wenn wir über dieses große, große, große Projekt der Demokratisierung der ganzen Produktions- und Lebensweise nachdenke, werde ich es mit Aufgaben zu tun haben, mit Herausforderungen, mit Fragestellungen, die wir lösen müssen, die nicht die Fragestellungen einer kapitalistischen Produktionsweise sind. Das finde ich immer ganz interessant, ne? Weil das hat auch Rosa Luxemburg stark gemacht, um Rosa Luxemburg auch mal zu erwähnen. Sie hat gesagt, wenn es dazu kommt, dass die Arbeitenden, die tätigen Menschen die Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel, dann entscheidet sich im Prozess und nicht von oben aufdoktriniert, ne, von irgendeiner Partei, sondern im Prozess entscheidet sich dann, wie überhaupt die Menschen miteinander jetzt welche Aufgaben haben und lösen. Das heißt, wir brauchen neue Fragestellungen und wir haben noch gar nicht die Lösung. Insofern ist es total richtig, dass wir da, also wir müssen zum Beispiel im Kapitalismus haben wir das Problem, dass wir ständig irgendwie dafür sorgen müssen, dass wir was produzieren, damit es Arbeitsplätze gibt. Das ist doch bizarr, oder? Statt, dass wir dann etwas arbeiten, wenn wir etwas brauchen. Ja? So, das heißt, oder wenn etwas wünschenswert ist. Oder dass wir auch mal sagen, wir verzichten auf etwas zu produzieren, weil wir das nicht wollen und so weiter. Undenkbar im Kapitalismus müssen wir irgendwas produzieren, damit wir Arbeit haben. Diese Fragestellung, was können wir produzieren, damit die Leute Arbeit haben, die haben wir dann nicht mehr. Da verändert sich dann die Fragestellung. Es gibt dann neue Fragestellungen, von denen ich sagen würde, dass wir viele davon noch gar nicht antizipieren können, weil die sich erst im Prozess entscheiden, ne? und plötzlich aufpuppen irgendwo. Ne? Das ist ja einerseits das Schöne auch, dass man da irgendwie der Fantasie, der Kreativität, der Eigensinnigkeit menschlichen Zusammenwirkens auch mal ein bisschen Raum lassen kann. Das nächste, was mir jetzt von euch beiden, von den Kommentaren nochmal eingefallen ist, ihr könnt jetzt übrigens nochmal 4 Stunden was erzählen, ist, dass ich auch öfter in Wien bin und dort meine Vorträge halte und dann von Artikel 15 erzähle und dann sagen die natürlich immer, haben wir das auch in der Verfassung, den Artikel 15? Ja? Nein? Natürlich, nein, nicht. Ich habe das noch nicht gemacht, dass ich jetzt alle internationalen Länderverfassungen daraufhin untersucht habe, ob es da sowas Ähnliches gibt, sowas wie Artikel 15, aber in Österreich habe ich mich dann bemüht, aber da ist das mit der Verfassung eh nochmal viel komplizierter, ne? Es gibt jetzt nicht so eine schöne, die man so irgendwie in Büchlein mit sich rumtragen kann, sondern es ist komplizierter. Es gibt in der österreichischen Bundesverfassung kein Vergesellschaftungsartikel. Also es sind wir Pionierland. Ja, es ist ein bisschen ein historischer Zufall, dass es das jetzt in der bundesdeutschen Verfassung gibt. Und ich würde aber sagen, das ist kein Hindernis, weil jetzt kommen wir auf eine zweite Frage. Ich werde oft kritisiert von linker Seite, dass ich dass es eine gewisse Unterschätzung des bürgerlichen Rechts ist, zu glauben, ich könnte das benutzen als Hebel für eine gesellschaftliche Veränderung. Dass ich mich auf die Verfassung stütze und sage, guck mal, wir haben doch jetzt Artikel 15, das gibt uns doch die Möglichkeit, auf dem Boden der Verfassung eine andere Gesellschaftsordnung anzustreben, gemeinsam, demokratisch, in Streit und so weiter, sagen die, das bürgerliche Recht ist Ausdruck der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist da drin festgeschrieben. Also da brauchst du gar nicht dran rummachen. Ne? Und das ist eine breite Diskussion, weil es gibt die andere Seite, die wiederum sagt, das bürgerliche Recht ist zwar historisch entstanden mit der Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise, aber es hat durchaus Einfallstore und ist ja so breit auslegungsfähig, dass man da durchaus was machen kann. Ja? Zwischen diesen beiden Polen bewege ich mich dann immer ein bisschen. Ja. Ne? Und ich würde auch sagen,
wenn man das Recht tatsächlich als Hebel, wie man jetzt mal so mechanisch benutzt, dann könnte man auch die Sozialbindung des Eigentums benutzen und die ist in jeder Verfassung drin. Dürfte ich das mal gleich nachfragen bei den beiden, ob ihr auch meint, dass unsere Institutionen, unsere Verfassungen und unsere Grundgesetze geeignet sind, diese Fenster zu öffnen oder per se sind die schon im Grunde vergiftet? Also du beziehst dich ja auch zum Beispiel oft auf die Bayerische Verfassung, wo das Gemeinwohl noch stärker verankert ist als im deutschen als im Grundgesetz. Also ich würde mal so anfangen. Ich würde mal so beginnen, dass der Grundgeist ist gesetzt im Grundgesetz, aber dann gibt es ja schon ganz viele Anwendungsfälle. Und die, glaube ich, haben diese kapitalistische Produktionsweise und Eigentumsverhältnisse extrem stark abgesichert. Das, glaube ich, ist gemeint, das ist grundsätzlich denkbar, aber dann sehr schwer vorstellbar. Und wenn es nicht gerade um Umfahrungsstraßen geht oder um Kohleabbau, dann finden wir einfach keine weiteren Beispiele in der jüngeren Geschichte. Und von daher, glaube ich, braucht es andere Konstruktionen. Bayern, es war jetzt nicht die Verfassung, die das inspiriert hat, in dem Fall die Gemeinwohlökonomie, das ist eine erste Gemeinwohlgemeinde, Kirchhahn-Göring. Die haben zunächst mal einen Zersiedelungsstopp verhängt, das heißt, beschlossen, sie widmen kein weiteres Bauland mehr, weil schon zu viel Fläche versiegelt ist. Und setzen eine Strategie der Verdichtung um, indem sie eine kommunale Wohnbaugesellschaft gründen, eine gemeinnützige oder GmbH im Eigentum der Kommune, die ein Vorkaufsrecht für alle frei werdenden Immobilien im Kommunalgebiet erhält, die sie dafür nützt, dass frei werdende Immobilien verdichtet werden, damit weiterhin Zuzug stattfinden kann, aber nicht auf Kosten der Fläche zum Beispiel. Und wenn die FDP chronisch versucht, den Artikel 15 rauszukicken, was ja meines Wissens gar nicht geht, weil ja Artikel 1 bis 20 der sogenannten Ewigkeitsgarantie unterliegen, das heißt, das könnte nicht einmal eine 100% Mehrheit des Bundestages, wäre das erlaubt, da würde Karlsruhe dagegen entscheiden und sagen, dieses Bundesgesetz ist verfassungswidrig und geht nicht durch. Das heißt, die Verfassung kann nicht einfach ihres Artikels 15 entledigt werden, das geht nicht. Ich versuche es eher umgekehrt zu denken und würde mich fragen, ob das ginge, dass man sie ausbaut. Nämlich, dass man der Gemeinwohlpflicht des Artikels 14, der vielleicht hier eine ganz kurze Anmerkung zunächst, und vielleicht nochmal ganz kurz auf das römische Recht. Ich glaube, wir sind da insgesamt auf einem eher positiven Weg. Sei das jetzt, dass es den Artikel 14 gibt und wie Sabine, du sagst, in vielen anderen Verfassungen auch gibt es sozusagen die Gemeinwohlpflicht, die Sozialbindung des Eigentums. Das würde sozusagen gegen der absoluten Verfügung und gegen das Zerstörungsrecht sprechen. Es gibt auch in einer Sozialenzyklika, ich glaube in Populorum Progressio, die wörtliche Aussage des damaligen Papstes, dass Eigentum weder ein bedingungsloses noch ein unbegrenztes Recht ist. Also das würde, finde ich, diesem römischen Rechtsverständnis entgegensprechen. Und da könnte man diesen Trend, dass jetzt der Artikel 14 auch nicht nur eine schöne Formulierung ist, sondern wir wollen ja dann die Gemeinwohlpflicht, also die verpflichtende Erstellung einer Gemeinwohlbilanz für Unternehmen, wollen wir an den Artikel 14 dranbinden und mit einem Ausführungsgesetz sagen. Und das bedeutet konkret, dass Unternehmen, insbesondere private Unternehmen, eine Gemeinwohlbilanz erstellen müssen. Und je nach Ergebnis liegen sie dann leichter oder schwerer, damit es letztlich zu so etwas wie einer ethischen Insolvenz kommt, falls sie dauerhaft das Gemeinwohl schädigen sollten. Also in diese Richtung bewegen wir uns jetzt auch im Zusammenspiel mit dem Handelsgesetzbuch in Deutschland und dem Unternehmensgesetzbuch in Österreich. Das heißt, dahingehende Pflichten werden gerade mehr. Das ist eine noch viel zu schwache und auch sehr bürokratisch anmutende Tendenz, aber immerhin, das ist eine aktuelle Entwicklung. Und da könnte man ja ergänzen, Eigentum verpflichtet und muss auch begrenzt sein, das Eigentumsrecht muss begrenzt werden, um Machtkonzentration zu verhindern. Und das, glaube ich, widerspricht nicht der Ewigkeitsgarantie, wenn man diese bestehenden Artikel 1 bis 20 sogar noch weiter ausbaut. Und das finde ich eine interessante Ausbauperspektive 1. Und die andere habe ich schon genannt. Ich würde statt einfach nur die Enteignungsoption zu adressieren, die dann immer die antisozialistischen Reflexe auslöst,
etwas freier von Umeignungen, um eben die jeweiligen Güter ihrer höchsten Eignung zuzuführen. Und dann sozusagen auf einer breiteren Klaviatur, dann kann man auf einer breiteren Klaviatur spielen, zumindest auf der kommunikativen Ebene. Mhm. Fabian, auch zu der Frage, welches Potenzial du in unserem Verfassungsrecht siehst. Ja, also ich glaube, dass diese Einschätzung, das ist alles bürgerliches Recht und damit Kapitalismus und Pfui, komplett ahistorisch ist. Denn Rechtsverhältnisse sind Ausdruck von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu jedem Zeitpunkt. Es kann also Recht kann sozusagen verrechtliches Unrecht sein, was es sehr oft ist. Aber man muss ja die historische Situation betrachten nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab das Aalener Programm der CDU, ich glaube 1947, die auch davon gesprochen hat, dass diese enorme Konzentration von Eigentum mit in den Nationalsozialismus geführt hat. Und dem wollten sogar die Teile der linken CDU einen Riegel vorschieben, ne? Und bei der SPD sowieso. Also da gab es ein historisches Fenster, was sehr teuer erkauft wurde durch den größten Krieg der Menschheitsgeschichte. Aber wo tatsächlich es möglich war, so einen Paragraphen reinzubekommen, auch mit dieser Sprache, Vergesellschaftung und so weiter. Und ich glaube, dass das ja Folge sind, die soziale Bewegung, in dem Fall speziell die Arbeiterbewegung, über sehr lange Zeit errungen hat. Und dass man das nicht irgendwie sagen kann, das ist bürgerliches Recht, nein, ist es eben nicht. Das sind Fenster innerhalb des bürgerlichen Rechts auf etwas anderes. Und also Pfade, die eine Transformation nehmen kann. Ich glaube, dass man das deswegen nicht nur verteidigen, sondern auch nutzen muss. Und noch kurz zur Frage anderer Länder. Österreich hat das zwar, glaube ich, tatsächlich nicht, aber Österreich war ja sehr vergesellschaftungsfreudig in der Nachkriegszeit. Und das hat was mit der Neutralität zu tun, wo man auch wieder sieht, dass Außenpolitik und Innenpolitik was miteinander zu tun haben, weil die Idee der österreichischen Neutralität war ja, um zu verhindern, dass das Land wie Deutschland gespalten wurde, war nicht nur, dass man eben außenpolitisch neutral ist, sondern dass man eben auch eine Wirtschaftsweise anstrebt, zumindest in Teilen, die auch einen dritten Weg geht. Ne? Und es wird sehr viel vergesellschaftet in Deutschland, ja bekanntlich nicht. Wir haben auch die ganzen Flix und IG-Farben, die ganzen Profiteure haben wir ja keineswegs enteignet damals, obwohl das ja durchaus möglich gewesen wäre, nötig gewesen wäre. Auch BMW und so weiter, ne? Das sind ja alles Quants, das sind alles Vermögen aus der Nazi-Zeit. Ne? Und das haben wir hier nicht getan. Da ist Österreich also einen etwas anderen Weg gegangen. Es wurde natürlich mit dem EU-Beitritt dann auch teilweise wieder abgeräumt, weil die Bedingungen der EU für den Beitritt waren natürlich Liberalisierung. Und da steht also drin in diesem Schreiben zwischen der EU und österreichischer Regierung, ja, euer öffentlicher Sektor ist zu groß eigentlich. Ne? Und in anderen Ländern, in Frankreich, gibt es tatsächlich auch diese Möglichkeit. Ne? Also was immer man von Mitterrand hält, der hat mal ebenso in den 80er Jahren den Bankensektor und Großteil der Schwerindustrie und Autoindustrie verstaatlicht. Wie gesagt, Verstaatlichung ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ist auch nicht besonders gut gegangen, aber diese Möglichkeiten gibt es also in vielen Verfassungen. Ich würde euch dann gerne alle drei fragen, wenn wir das jetzt so als Grundlage alles nehmen, welche Form von Vergesellschaftung denn jetzt so neu aufscheinen? Also wir haben Erfahrungen mit kommunalem Eigentum, eigentlich recht gute Erfahrungen, auch jedenfalls potenziell, wenn es jedenfalls auch gesellschaftlich wirklich anspruchsvoll begleitet wird. Wir haben die Idee von Bürgerräten, wir haben die Idee von Staatseigentum, wir haben die Idee von Genossenschaften, wir haben die Idee von Allgemeingütern oder Commons, das ist ja jetzt eine regelrechte weltweite Bewegung. Wir haben jetzt die neue Idee, auch der Naturrechte zu verleihen, die dann durch Menschen vertreten werden. Was erscheint euch jetzt in diesen Perspektiven der großen Demokratisierung attraktive Formen zu sein, wo eben Menschen sich auch entwickeln können, wo wir die Bürgerbeteiligung haben, wo wir die Verantwortung haben und eben genau das Ziel, an den Anfang der Produktion, an den Anfang der Entscheidungen zu gehen und nicht immer nur hinterher irgendwas zu regulieren? Ja, soll ich? Ja, wenn. Große Frage. Ich würde gerne, bevor ich auf das zu sprechen komme, noch ganz kurz was zu dem sagen, was jetzt Fabian und Christian, meine beiden Vorredner, noch mal kurz angesprochen haben. Und dann komme ich aber direkt zu deiner Frage, Renate. Also noch mal ganz kurz, das mit dem römischen Recht ist teils
übertragen worden ins bürgerliche Recht, aber nicht eins zu eins. Es entspricht ungefähr, das römische Recht entspricht der damaligen Vergesellschaftungsform, die eben noch auf Sklavenhaltergesellschaft und so weiter beruhte. Und was das römische Recht kennzeichnet, ist kein so hoher Abstraktionsgrad des Eigentums. Da waren Besitzformen relevanter und wirkmächtiger, während wir heute die umgekehrte Geschichte haben, dass bei uns das Eigentum eine hohe Abstraktionsform eingenommen hat und dass der Besitz nicht mehr so die wesentliche Rolle spielt. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz? Ja, weil im Alltag verwenden wir das meistens synonym, Hausbesitzer, Hauseigentümer, das ist aber ein Unterschied. Das Eigentum ist die abstrakt rechtliche Verfügungsgewalt. Ich kann eine Wohnung zum Eigentum haben und kann irgendwo in, weiß ich nicht was, auf dem Keimern jetzt leben. Aber ich bin trotzdem die Eigentümerin. Die Mieterin in dieser Wohnung ist die Besitzerin, weil sie hat die unmittelbare tatsächliche Verfügungsgewalt. Ja? Wenn ich ein Fahrrad klaue, was ich nie tue, aber wenn ich ein Fahrrad klauen sollte, bin ich die Besitzerin dieses Fahrrads. Im wahrsten Sinne, ich besitze das Fahrrad. Ja? Eigentümerin des Fahrrads ist aber sehr vermutlich jemand anderes. Ja? Und diese Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz gab es sowohl im römischen Recht, aber nicht so krass, nicht in dieser Schärfe und gibt es besonders stark in der modernen Gesellschaft, weil wir da die abstrakte Verfügungsgewalt, wenn wir nicht unmittelbar das Ding besitzen, wir brauchen die Macht trotzdem darüber bestimmen zu können. Und diese Macht gibt mir eben das abstrakte Recht. Und jetzt kommen wir auf diese Frage. Es gibt jetzt Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, wir müssen eben den Besitz wieder stärker machen. Dass die, die wirklich die Verfügungsgewalt haben und unmittelbar betroffen sind von dem, worüber sie verfügen, auch die Macht haben, darüber zu bestimmen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Betrieb bin oder in einem Unternehmen, was etwas produziert, jetzt gehen wir mal weg von den Dienstleistungen, dann benutze ich tatsächlich die Produktionsmittel in meinem Angestelltenverhältnis. Ich bediene den Hebel, ich bediene die Maschine. Ich bin insofern die Besitzerin. Ich habe die wirkliche Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel, die ich bediene. Aber, und natürlich Eigentum, im Eigentum ist es von jemand anderem. Ne? Also Quandt ist Eigentümer der Autostraße von BMW. Die Arbeiter, die sind aber diejenigen, die die Besitzer der Produktionsmittel sind. Streng genommen. Jetzt hat aber das bürgerliche Recht gedacht, aber das ist jetzt auch doof, weil wenn jetzt die Arbeiterinnen die Produktionsmittel besitzen, müssen wir irgendwie verhindern, dass sie damit machen, was sie wollen. Sie müssen ja unter dem Kommando des Eigentümers produzieren, ja, Pausen entsprechend so machen, die Produktionsmittel einsetzen zum Zweck des Verkaufs, möglichst rentabel und so weiter. Was hat das bürgerliche Recht gemacht? Sie haben gesagt, gut, dann sind das die Besitzdiener. Sie dienen dem Herrn, steht wortwörtlich so im bürgerlichen Gesetzbuch. Es sind die Besitzdiener, es sind nur die Besitzdiener, nicht die Besitzer. Ja? Und auch hier wäre es interessant, herauszuarbeiten, inwiefern wir den Besitz und die Nutzungsrechte als Modalität der Verfügung wieder stärken können und die abstrakte Verfügungsgewalt, die den einzelnen Privateigentümern obliegt, dann da nochmal was zu verändern. Das ist das eine. Und Vergesellschaftung würde dann eben bedeuten, dass die Menschen, die unmittelbar betroffen sind von der Produktion, von der Nutzung und so weiter, auch diejenigen sind, die gemeinsam darüber beschließen, zu welchem Zweck sie das tun. Das wäre ein wesentlicher, abstrakter Anspruch und Kriterium für das, was wir Vergesellschaftung nennen können. Ja? Das ist das eine. Ein letzter Punkt zu deinem Umeignungsbegriff. Das finde ich ganz nett. In meinem Buch habe ich von Wiederaneignung gesprochen, wo diese Wiederaneignung natürlich eine kleine Reminiszenz ist an die damalige soziale Enteignung bei der historischen Durchsetzung. Die Menschen wurden und ihre Produktionsmittel enteignet, dann wurden sie dem Profitmaximierungszweck unterstellt und jetzt müssen wir uns die Produktionsmittel wieder aneignen in einer neuen Form auf einem ganz anderen Niveau der technologischen Entwicklung. Aber umeignen ist auch schön. Darf ich nochmal nachfragen? Also die Produzenten, die wieder im Besitz der Produktionsmittel sind, da müsste ja noch was dazukommen, das Verhältnis zur Natur, das Verhältnis zur Gesellschaft, also zur Gesamtheit der Gesellschaft. Also die könnten ja auch einen Scheiß entscheiden, also als die unmittelbaren Produzenten. Das ist ja keine Gewährleistung einer Gesellschaftlichkeit. Wenn wir von Vergesellschaftung sprechen, wollen die ja den größeren Horizont auch auf die Natur und auf die Zukunft. Der hat ja auch keine Stimme, braucht ja auch eine Stimme. Also da müsste ja dann schon entscheidend etwas hinzukommen, oder? Also,
wenn wir jetzt von Vergesellschaftung sprechen, dann meine ich, also ich jetzt zumindest, auch Kapitalismus ist eine Form der Vergesellschaftung. Eine kapitalistische Vergesellschaftung meint, dass sich die Gesellschaft als Ganzes reproduziert, also immer wieder neu herstellt, indem alle Menschen arbeiten, morgens essen, trinken, dann wieder arbeiten und so weiter. Aber sie vermitteln diese Vergesellschaftung über den Ware-Geldtausch und steuern das über den Profit. Ja. Woher wissen wir denn im Kapitalismus oder wie entscheiden wir denn im Kapitalismus, dass wir jetzt nächstes Jahr so und so viel Computer bauen, so und so viel Autos bauen und so und so viel Fahrräder bauen? Das entscheidet ja im Kapitalismus kein Bürgerrat oder Bürgerinnenrat. Ne? Im Kapitalismus entscheidet das der Profit. Ja? Da, wo die Renten, also wo die Rendite am höchsten erwartet wird, fließt das Kapital hin, produziert eine Weile, bis es wieder sinkt und geht in die nächste Sphäre, um das jetzt sehr grob schlecht zu erklären. Ja. In der Vergesellschaftung, die jenseits von Profitmaximierung und Privateigentum ist, müsste diese Steuerungsfunktion von Profit, Kredit gehört auch dazu, ersetzt werden durch Entscheidungen und Abstimmungen zwischen den Menschen in Gremien und demokratisch gewählten Institutionen, die das dann tun. Jetzt können die natürlich trotzdem sagen, wir wollen weiterhin die Erde zugrunde richten, weil es uns wichtiger ist, ganz viel zu konsumieren oder möglichst jedes Zeitjahr ein neues iPhone zu haben, kann passieren. Also wenn wir das nicht wollen, dann müsste man sagen, es braucht irgendeine zentral gesteuerte, von oben runter deklinierte Instanz. Das wollen wir nicht. Ja? Dann kann ich nur sagen, shit happens. Jetzt bringen sich die Menschen ja auch gerade um ihre Lebensgrundlagen. Und dann sollen sie es tun. Ne? Also ich bin dafür, dass jedes gesellschaftliche System auf Freiwilligkeit beruhen muss. Und wenn die Menschen sich freiwillig zugrunde richten, kann ich nur sagen, ich wollte es nicht, aber mich hat auch keiner gefragt. Also volles Risiko. Fabian, wollen dazu etwas sagen? Ja, deswegen finde ich ja das sehr attraktiv, was ihr auch in der Gemeinwohlökonomie drin habt. Also wenn jetzt ein Betrieb, der ab einer bestimmten Größe, so ist es ja, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, in die Hand der Belegschaft mehr oder weniger übergeht, dann geht es dann ab einer bestimmten Größe auch darum, dass Repräsentantinnen der alle betroffenen Stakeholder inklusive der Natur dann auch drin sitzen. Ne? Also du hast auch das jugoslawische Modell angesprochen, da haben natürlich die Beschäftigten auch mit darüber entschieden, was produziert wird. Aber sie haben auch gegeneinander konkurriert. Das war auch ein bisschen der Grund, warum Jugoslawien zerfallen ist, weil die verschiedenen Teilrepubliken gegeneinander konkurriert haben. Aber was auch damals gefehlt hat, war tatsächlich noch ein Teil, die Kommunen saßen auch in den Gremien drin, also insofern war auch eine gesellschaftliche Repräsentanz in den Betrieben drin, nicht nur die Eigennutz des Betriebes, da könnten ja auch die Angestellten von Heckler und Koch sagen, ja, wir müssen am besten so viel Waffen herstellen wie möglich, klar, dann verdienen wir besser. Nee, das heißt, es müssen also genau Gemeinwohlkriterien eigentlich in die betrieblichen Entscheidungen auch rein. Das heißt eben nicht ein Zentralorgan muss das entscheiden, man muss schon gesellschaftlich entscheiden, nach welchen Kriterien tun wir das. Aber dass sozusagen die Gemeinwohlkriterien, wie schädlich oder nützlich ist das, im größeren Kontext mit in betriebliche Entscheidungen, in die Entscheidung, was und wie produziert wird, mit einfließen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist auch ein Schritt, der, wo eben die Rechte der Natur dann tatsächlich auch in die betrieblichen Entscheidungen hineinfließen und auch die Menschenrechte. Eine kurze Anmerkung zu der Vergesellschaftungsmodell in Österreich nach dem Krieg. Das wurden dann halt echt harte Staatsbetriebe. Ja, das ist genau. Hat verschiedene Ursachen, aber. Und das andere. Was heißt jetzt harte? Von der Regierung wurde das Management beschickt. Also, das war kein Gesellschaftseigentum, keine Selbstverwaltung. Die Sozialversicherung war eine Selbstverwaltung von SozialpartnerInnen. Das war eine interessante Ausnahme, aber eben nicht die FÖS oder die Stahlbetriebe. Das waren erstens strategische. Aus industrieller Sicht strategische, aus Ressourcensicht strategische Betriebe. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen noch mit hineingespielt, dass die großen Industrie in Deutschland kollaboriert haben mit dem Nazi-Regime und das wollte man auch verhindern, dass sich das wiederholt. Das war ein Nebenaspekt. Und die Wiederaneignung, da könnte man ja sagen, dass die Expropriation der Expropriateure eine Reappropriation ist. Das müsste jetzt leider auch noch bitte die Enteignung der Enteigner ist auch eine Form von, kann man auch als Wiederaneignung des ursprünglich Enteigneten verstehen. Deswegen sagt man das auch.
das wusste nicht, dass ich so doch ein Marxist bin. Ja, muss ich jetzt sagen, es bekennen. Okay, ich bekenne mich jedenfalls zu mehr Demokratie und zu Bürgerinnenräten und deine Frage jetzt konkret aufgreifend. Ich würde sozusagen diesen verschiedenen Formen des Eigentums, die wir da durchsprechen, fände ich eigentlich toll, dass wir anerkennen, dass wir uns in der Polykrise befinden, weil die bisherige Eigentumsordnung uns in diese Krise hineingeführt hat. Also der Mindestkonsens müsste sein, wir brauchen eine andere Eigentumsordnung. Und ich fände es schön, wenn einer der nächsten Bürgerinnenräte oder demokratischen Wirtschaftskonvente hier ein bisschen eine Neuordnung vorsehen würde, in Erinnerung an das Adenauer-Programm, in Erinnerung von Artikel 14 und 15, in Erinnerung der Geschichte und in Erinnerung der Vielfalt und dass eigentlich nie in der Geschichte one size fits all gegolten hat, also dass eine Lösung für alles gut war, sondern dass meistens eine Vielfalt von Lösungen die Lösung war. Und so könnte dieser Bürgerinnenrat könnte dann sagen, wir probieren jetzt mal erste Schritte in all diesen alternativen Formen. Das könnte zum Beispiel beim öffentlichen Eigentum könnte sein, es muss jetzt der Stallbetrieb eben nicht wieder öffentliches Eigentum werden. Aber bei der Daseinsvorsorge, da glaube ich, hat öffentliches Eigentum durchaus eine hohe Berechtigung. Und man sieht das nicht zuletzt daran, dass quasi alle Volksabstimmungen über Privatisierungen meines Wissens gescheitert sind. Ich glaube, in Leipzig wurde die Privatisierung der Stadtbetriebe abgestimmt, haben 87% gegen die Privatisierung gestimmt, obwohl die Stadtregierung damals privatisieren wollte, aus rein finanziellen Motiven. Aber was ich sagen will, es könnte in so einem Bürgerinnenrat zu Eigentum könnte mal definiert werden, ja, welche Bereiche der Grundversorgung, der Daseinsvorsorge sollten wieder unter öffentliche Regie, ob das dann Staatseigentum ist oder eine andere Form von Gemein- oder Gesellschaftseigentum, das könnte eine interessante Unteraufgabe bei dieser Strategieschiene werden. Dann die Stärkung der Commons, der Gemeingüter. Die könnten rechtlich gewürdigt und auch im Grundgesetz verankert werden. So wie Purpose-Eigentum ist sozusagen jetzt ein Versuch, eine ganz spezifische Schattierung, Verantwortungseigentum, eine ganz spezifische Ausprägung des Privateigentums vor bestimmten Abusi zu schützen. Dazu braucht es ein Gesetz. Und genauso denke ich, braucht es ein Gesetz und damit eine Würdigung und einen Schutz von Gemeingütern, damit die gedeihen und florieren können. Das könnte eine Schiene werden von dem Konvent. Das dritte sind privates Kollektiveigentum, also wie Genossenschaften. Wir haben gerade einen Boom von Bürgerinnen-Energiegenossenschaften in Deutschland, von MieterInnen-Genossenschaften. Ich habe selbst eine Genossenschaft, die Genossenschaft für Gemeinwohl, welche sonst, gegründet, die Österreichs erstes Gemeinwohlkonto auf den Markt gebracht hat. Und wir finanzieren jetzt, ohne eine Banklizenz bekommen zu haben, nachhaltige Projekte bis zu einer Höhe von 200.000 Euro. Also das sind schon bankähnliche Geschäfte, die wir betreiben. Und hier könnte eine Schiene vorsehen, ja, wo könnten wir Genossenschaften fördern, weil sie die geeignete Managementform für bestimmte Güter sind. Ne? So wäre das zu verstehen. Das Spannendste wäre aus meiner Sicht das Gesellschaftseigentum. Und Fabian, du hast mir jetzt die Rutsche gelegt, die GWÖ schlägt vor, das ist aber bisher noch nirgendwo vertiefend diskutiert worden, dass eben zur Verhinderung der Machtkonzentration eigentlich ganz im Anschluss an die Vordenker, das waren glaube ich leider alles Männer der sozialen Marktwirtschaft, in der Freiburger Schule, dass die gesagt haben, wir müssen Machtkonzentration verhindern und die werden offen gewesen, das auch mit Regeln zu unterlegen. Einfach nur fordern ist zu wenig. Und deshalb ist dieser Vorschlag, dass ab einer Größe von 250 Beschäftigten, von 500 Beschäftigten, von 1000 Beschäftigten, zunächst einmal ein Schwerminorität, dann vielleicht irgendwann 50% und ab einer gewissen Größe von Hausnummer 5000 Beschäftigten, müsste dann sozusagen dieser Betrieb vollständig sozialisiert sein. Und dann müsste man genauer werden, was heißt jetzt Sozialisierung, was heißt jetzt Vergesellschaftung. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass es kein Staatseigentum, kein staatsverwalteter Betrieb sein soll, sondern irgendetwas zwischen dem, was es in Ex-Jugoslawien gab und anderen Formen des Gemeineigentums, das aber nicht privat ist, sondern schon vielleicht eine öffentlich-rechtliche Ausprägung annimmt. Genau da, finde ich, bräuchte es Kreativität und Innovation. Und so ein Eigentum-Bürgerinnenrat könnte hier neue Spielräume eröffnen und auch vielleicht sogar neue Rechtsformen schaffen.
Ganz kurz dazu, es ist tatsächlich so, das hätte ich dann auch als Antwort nochmal abschließend gesagt, es gibt noch nicht Vergesellschaftung. Wir wissen noch nicht genau, welche Form das annehmen kann. Und das ist, wie du sagst, eine große Chance. Weil was klar ist, auch bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wir wollen kein Staatseigentum, wir wollen keine Genossenschaft, also kein Sondereigentum, was nur die Mitgliederinteressen der jeweilig betroffenen Genossenschaft, wir wollen städtisches gesellschaftliches Eigentum. Dafür gibt es noch gar keine Rechtsform in dem Sinne, weil diese Rechtsform müsste auch die Verwendungsweise festlegen. Ne? Und ein Staat kann erstmal mit seinem Eigentum machen, was er will. Das ist ja die Freiheit des Eigentums, gilt ja auch für den Staat. Er könnte also jederzeit wieder verkaufen, er könnte jederzeit wieder privatisieren. Deshalb hat die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. eine Anstalt öffentlichen Rechts als Form gesucht, so ähnlich wie auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert. Ne? Natürlich muss das auch mal ausformuliert und verbessert werden, aber wir befinden uns in einem historisch neuen Suchprozess, der sehr viele Chancen birgt. Also, dass man schon mal weiß, dass man nicht verstaatlichen will und nicht privatisieren will, unterscheidet die aktuelle Debatte sehr von den historischen. Ne? Ja. Und das finde ich das Spannende und das Interessante. Ne? Und natürlich bewegt sich das trotzdem alles im bürgerlichen Recht. Auch eine Anstalt öffentlichen Rechts muss ja irgendwie in dem eingebettet sein, das muss ja durchsetzbar sein, juristisch. Du musst ja trotzdem nicht das bürgerliche Recht beziehen. Und die Kampagne hat eben vorgesehen, dass der Senat, der im Grunde genommen Teil des Staatsapparates ist, nur beschränkt mit da reden darf. Ne? Und so sucht man in diesem Suchprozess eben nach dem, was Vergesellschaftung sein kann. Also wenn dann vielleicht auch Wirtschaftsbürger, also Wirtschaftsbürger wird dann vielleicht eine neue Form auch von Bürger. Und ja, ich wollte sowieso überleiten zu dir und dir auch die letzte Viertelstunde ja widmen, weil du ja, bevor du gehst, du kannst jetzt auch noch antworten, ja. Aber dann zu der Verhältnis zur Natur kommen, weil ökologischen Menschenrechte waren ja noch so dein Spezialthema, weshalb leider heute aber der Workshop dazu ausfallen muss. Und dazu solltest du auf jeden Fall auch noch zu Wort kommen. Danke, sehr gerne. Und aber noch das ganz kurz abrundend, sozusagen die Anstalt öffentlichen Rechts, das wäre so der Versuch, top-down mit einer passenden Rechtsform, das die Spielwiese Vergesellschaftung anzugehen. Und vielleicht bottom-up von der anderen Richtung her gibt es ja schon in einigen Unternehmen, auch in einigen Gemeindebetrieben, die eben sozusagen auch beim Thema Eigentumkonzentration Gegenmaßnahmen setzen, indem sie zum Beispiel Mitarbeiterinnen beteiligen, indem sie ein Verantwortungseigentum werden oder indem sie eine Stiftung, also einerseits eine Mitarbeiterinnenstiftung oder überhaupt das Unternehmen eine Unternehmensstiftung einbringen. Meines Wissens ist in Saarland, ich weiß jetzt nicht, ob es Saar-Stahl ist oder ein ähnlich klingender Betrieb mit 5.000 Beschäftigten, die sind eine reine Stiftung. Also das Unternehmen ist eine Stiftung, das wird wahrscheinlich auch mit dem bürgerlichen Recht vereinbar sein. Aber das ist jetzt noch nicht Vergesellschaftung. Aber es könnte sozusagen die Annäherung von unten an das Thema, an das spannende Kreativthema Vergesellschaftung sein. Dass man, und ja, das ist der Treffpunkt. Da gibt es noch wenig Vorerfahrung. Aber es kann eine Variante von mehreren, eine Spielart von mehreren strategischen Schienen kann es sein. Und eine andere strategische Schiene ist, dass wir jetzt ausgehend davon, dass wir nicht mehr Natur besitzen wollen, beziehungsweise besitzen nur noch im Sinne von Nutzen. Also dieses Besitzverständnis ist ja sehr stark verbunden mit einem Nutzungsverständnis. Und in meinem Vorschlag wäre das halt ohne Eigentum oben drüber, sondern es gibt nur die Nutzung, auf die sich halt der Mensch, der sich als Teil dieses Lebenszusammenhangs versteht, respektvoll einigt, und es wird eben nur genutzt, dort wo nicht streng geschützt wird. Die Treuhänderschaft vielleicht auch, das ist doch ein sehr schöner, bewährter Begriff, oder? Lass ich vielleicht dich erklären, wie du dir das vorstellst. Also wer ist der Treuhänder? Also es sind dazu wieder Menschen, TreuhänderInnen der Natur. Mhm. Und verwalten die Treuhand. Warum nicht? Ja, also das kann ja dann ein ökologischer Waisenrat sein, die sich sozusagen verdienstvoll gemacht haben und dadurch auch glaubwürdig sind im tiefen Schutz der Natur. Die können ja dann treuhänderisch die Interessen oder die Rechte der Natur vertreten und dann über das Regime dieser Nutzungsrechte entscheiden. Das ist ja durchaus denkbar. Also ja, da müssen wir überall noch viel Denkarbeit leisten. Aber auch eben uns inspirieren lassen von indigenen Gemeinschaften und von Kulturen,
die da uns voraus sind. Und eine, vielleicht nur das eine, um das sich konkreter vorstellbar zu machen, wenn man glaubt, dass dann die Landwirte und Landwirte dagegen mit aller Macht rebellieren würden, das muss gar nicht sein. Weil man könnte mit ihnen sprechen, für dich verändert sich praktisch nichts, im Gegenteil, es wird sogar einfacher. Weil wenn du dein Nutzungsrecht friedlich nutzt, dann kriegst du sogar das Recht, es noch zu erweitern. Weil du ja mit der Gemeinwohlbilanz für dieses Nutzungsrecht bewiesen hast, dass du pfleglich umgehst. Also kannst du sogar noch ein bisschen mehr Grund dazu bekommen. Du kannst es auch vererben. Ja. Und wenn du es vererbst, stehst du aber nicht vor dem Problem von heute, wenn du 5 Kinder hast. Ja, wer wird jetzt der Erbe? Und es gibt nicht selten einen dramatischen Familienstreit, an dem viele Familien zerbrechen, sondern es entscheidet sich ganz, ganz folgerichtig und logisch die Person, die dann den Hof weiter bewirtschaftet. Und wenn es 2 oder 3 sind, dann kommen eben die 2 oder 3 in den Genuss des Nutzungsrechts, das vererbbar ist. Und es fällt keine Erbschaftssteuer an, es fällt der Familienstreit aus und es vereinfachen sich sogar die Dinge. Nur um sich das konkret zu machen, dass sich sozusagen praktisch gar nichts ändern würde für Landwirte und Landwirtinnen. Es sei denn, man denkt das Ganze um in Gemeinschaftseigentum, wie es zum Beispiel in Extremadura bis heute noch der Fall ist. Also das gibt es in der spanischen Autonomiegebiet Extremadura. Das ist das Bundesland, das an Portugal grenzt. Dort ist Landwirtschaft heute noch in vielen Bereichen als Gemeinschaftseigentum, als Almenden organisiert. Das ist eine Form, Natur pfleglich zu nutzen. Das heißt natürlich auch, wer Natur nur heute besitzt, aber gar nicht nutzt, also wenn sie brach liegt, dann erlischt damit per Definition das Nutzungsrecht, weil ja keine Nutzung stattfindet. Also Landgrabbing ist undenkbar in dieser Variante, aber eben auch die Zerstörung, sei das nur durch Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit, durch Eintrag von Chemikalien, durch Verschlechterung der Trinkwasserqualität oder Verminderung der Artenvielfalt, any of those, also überall, wo man das Gemeingut Natur schädigt, führt zu einem tendenziellen Entzug des Nutzungsrechts. Das ist eigentlich nur folgerichtig. Und der letzte Gedanke ist jetzt sozusagen, dass wir ja auch die streng geschützten Naturgüter derzeit zerstören durch eben die globalen Umweltauswirkungen unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten und unserer nicht nachhaltigen und imperialistischen Lebensweise. Und hier ein Gedanke, wie wir hier gegensteuern könnten, auch angesichts der bedauerlichen Tatsache, dass alle bisherigen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, bei weitem nicht. Also wir haben einen so dramatischen Anstieg bei weiteren Umweltbelastung, auch wenn der CO2-Ausstoß, wenn man jetzt die Importe nicht berücksichtigt in Deutschland, wenn die stark gesunken sind, trotzdem ist insgesamt die Umweltbelastung weiterhin dramatisch im Ansteigen begriffen. Allein das von den neuen sogenannten planetaren ökologischen Grenzen, 2021 waren 4 von den 9 überschritten, jetzt sind schon 6 von den 9 überschritten. Also das ist, ich bin dagegen, Angst zu machen, aber die Situation ist dramatisch. Und das ist nur der Hintergrund, warum ich sozusagen hier einen echten Game Changer suche, also eine Maßnahme, die wirklich das, hier eine entscheidende Wende herbeiführen könnte. Und eine solche Maßnahme erschien mir, dass wir die 8 Milliarden Menschen, die heute leben, ein 8 Milliardstel dessen, was die Erde uns erneuerbar zur Verfügung stellt, ohne dass sich die Ökosysteme verschlechtern, sodass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben, sodass unsere Kinder und Enkel die einen gleich gesunden Planeten vorfinden, dass wir das als ein ökologisches Nutzungsrecht, man muss es auch nicht als Recht bezeichnen, man kann es einfach nur als Nutzungskontingent oder Nutzungsbudget kann man es auch bezeichnen. Und das könnte sozusagen die Rückseite der Medaille eines ökologischen Menschenrechts, was es jetzt endlich gibt. Das ist noch einmal was anderes. Seit dem Juli 2022 gibt es das neue Menschenrecht auf Zugang zu einer sauberen, nachhaltigen und gesunden Umwelt. Das ist ein Menschenrecht. Wo? Von der UNO-Generalversammlung beschlossen. Es ist leider nicht exekutierbar, aber mein Vorschlag ist, wie es exekutiver gemacht werden könnte, ist, dass man es in den Sozialpakt der UNO aufnimmt, weil der Sozialpakt hat ja neben dem Zivilpakt, der politische und Freiheitsrechte beinhaltet der Sozialpakt wirtschaftliche, kulturelle und soziale Menschenrechte. Und warum sollte der nicht
wirtschaftliche, kulturelle, soziale und ökologische Menschenrechte beinhalten. Und das wäre ein Weg, das zu verbindlichen und exekutierbaren Völkerrecht zu machen. Und die Umsetzung könnte so aussehen, dass diejenigen Umweltgüter, diejenigen Marktgüter, die eine hohe Umweltauswirkung haben, also wirklich beginnend mit Yachten und Privatjets und Flugreisen und SUVs und anderen Autos, also die ohnehin ein größeres Manöver in unserem Lebensablauf darstellen, so ein Ding anzuschaffen, dass die mal einen verpflichtenden ökologischen Preisausweis bekommen. Natürlich nicht in Euro, sondern in CO2-Emissionsäquivalenten oder in zum Beispiel ökologischer Fußabdruckeinheit in globalen Hektar. Und von diesem globalen Hektar, wo sozusagen alle ökologischen Verbrauchseinheiten addiert sind, bekommen wir ein jährliches Budget. Zum Beispiel von der Umweltbehörde der UNO, beziehungsweise von allen Staaten, die da mitmachen. Und das wird uns jährlich auf unserem Ökokonto aufgebucht und dann können wir es im Jahr verbrauchen. Das hat man also immer parallel zum ganz normalen Portemonnaie, hat man dann immer ein Öko-Budget. Ja, du hast sogar auf deiner Bankkarte, weil die Bankkarte ist heute einfach ist halt verknüpft nur mit deinem Finanzkonto und in Zukunft wärst du dann halt doppelt verknüpft. Du hast dann mit einer und derselben Kaufkraftkarte hast du eine begrenzte finanzielle Kaufkraft, die mit dem Kontostand begrenzt ist. Und wenn es leer ist, kannst du es nicht mehr kaufen, hast du keine Kaufkraft mehr. Und dieselbe Bankkarte, das wäre völlig unkompliziert, machbar, wenn man es will, hätte dann werden auch gleichzeitig verknüpft mit deinem Umweltkonto, auf dem du eine begrenzte ökologische Kaufkraft hast, sodass eben immer doppelt geprüft wird, ist die finanzielle Kaufkraft vorhanden und ist die ökologische Kaufkraft vorhanden. Und das wäre jetzt kein neuer großer Bruderstaat, der jetzt alle deine Einkäufe verfolgen könnte, sondern genauso wie der Staat heute nicht verfolgen kannst, was du kaufst mit deiner Bankomatkarte. Er bräuchte einen Gerichtsbeschluss, damit er in einem begründeten Verdachtsfall in dein Konto einsehen könnte. Das heißt, das ist streng personen- und datengeschützt, könnte der Staat auch deine ökologischen Einkäufe nicht verfolgen. Und es wäre aber selbstregulierend in der Bedeutung, wenn deine ökologische Kaufkraft erloschen ist, weil die sogenannte ökologische Zentralbank, die UNO-Umweltbehörde, die bucht dir immer einen gewissen Betrag pro Jahr auf. Wenn der leer ist, hast du einfach keine Kaufkraft und die Kasse, wo du was kaufen willst, die sagst, pieps, sorry, dieser Kauf kann nicht getätigt werden, weil das Konto nicht gedeckt ist. Das heißt, es bräuchte keinen Überwachungsstaat, es wäre technisch machbar und es wäre, letzter Satz, manche sagen, in einem Industrieland ist die Individualisierung der Verantwortung des Konsumstils müßig, weil wir aufgrund unserer enormen umweltzerstörenden staatlichen Infrastruktur der größte Teil unseres ökologischen Fußabdrucks ja in den Autobahnen, in der deutschen Fahrinfrastruktur und in der Gebäudeinfrastruktur steckt. Ja. Das ist richtig und das ist der sogenannte graue Fußabdruck und den könnte man ja bereits als Sockel mit berücksichtigen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Taylor Swift, um nur ein Beispiel zu nennen, allein mit ihrem Privatjet das 8000-fache dessen verfliegt, was einem Menschen bei einer global gerechten und nachhaltigen Verteilung zusteht. Und Taylor Swift könnte auf den Punkt gebracht, sie könnte weiterhin singen, Kunst machen und sich artistisch verwirklichen, aber sie könnte auch ihr Privatjet nicht mehr verwenden. Es gibt eine Stelle in deinem Buch, Sabine, wo du schreibst, der Kapitalismus leistet sich, dass wir diese Fragen nicht stellen. Was ist legitim? Welche Bedürfnisse müssen wir auch uns, wo müssen wir Rechenschaft auch ablegen? Das ist ja jetzt auch eine Begrenzungsperspektive, eine Selbstbegrenzungsperspektive. Was würdest du dazu sagen? Jetzt ist das ja eine revolutionäre Idee von ihm. Jetzt das Blaue oder das Grüne? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil ich es total interessant finde. Also erstens mal, was du vorhin erzählt hast über diese Nutzungsrechte und wie die gebunden sind an den Verbrauch und die Art des Verbrauchs, das hat mich sehr erinnert an, wie in indigenen Gesellschaften Eigentum in Anführungsstrichen, weil ich würde es nicht Eigentum nennen, also das projizieren wir wieder Vorstellungen zurück, aber wie da umgegangen wird, dass nämlich die Nutzung, das Recht etwas zu nutzen, stark an dem Bedarf hängt und stark an der Beeinträchtigung der Naturverhältnisse. Das finde ich total interessant. Das mit diesem ökologischen Fußabdruck, was ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das quasi so, man produziert einfach weiter wie bisher, aber man schränkt die Nachfrage ein. Recht.
Was ist das so? Man produziert so weiter wie bisher? Naja, die Unternehmen werden, also müssten alle bisherigen Umweltauflagen weiterhin einhalten, da wird sich nichts ändern. Aber dadurch, dass ja die ökologische Kaufkraft massiv beschränkt wird, schränken wir die Nachfrage ein, richtig, als Effekt wird der Umwelt. Hat den Seiteffekt. Und als systemischer Zwang werden die Unternehmen gezwungen, viel, viel nachhaltigere Produkte anzubieten, oder es wäre ihnen gar nicht mehr möglich, bestimmte Produkte wie zum Beispiel Yachten von 500 Millionen Dollar abzubieten. Wäre nicht mehr absetzbar. Also genau. Die Märkte dafür würden geschlossen. Darauf wollte ich jetzt ein bisschen hinaus, weil das ist der Effekt, den sowas hat. Und dann wäre es auch so, dass vielleicht Taylor Swift keine 50 Flüge mehr im Monat machen kann, aber der Mensch, der das Bürgergeld empfängt, kann dafür auch nicht einen Monat machen, weil natürlich immer noch das Geld die wesentliche Rolle spielt dessen, was man konsumieren kann und was nicht. Ne? Aber das sollte ja auch kein Mittel sein, um soziale Ungleichheit in irgendeiner Form zu bekämpfen, sondern auch in der Nutzung und im ökologischen Fußabdruck gibt es ja diese soziale Ungleichheit dessen, wie viel man CO2-Ausstoß stößt oder nicht. Ne? Aber was ich eben interessant fände, wenn du jetzt sagst, dass dann die Nachfrage zurückgeht und dann die Produktion sich umstellen muss, ne, dann regulierst du ein Marktgeschehen damit, wenn ich es richtig verstehe, ja. Mit einem Recht, ja, mit so einem System, was man dann einführen muss. Jetzt frage ich mich, wäre es nicht einfacher, dass man es einfach nicht mehr produziert? Also da würde ich jetzt auch ungern zurückfallen. Also wir waren ja eigentlich schon weiter. Ich habe jetzt auch gedacht, weil jetzt auch uns im Angesicht der Zeit, also du hast das jetzt innerhalb unserer heutigen Marktwirtschaft als eine Möglichkeit gedacht, dieser am Ende des Konsumsgesetzes, aber auch die Budgetierungsfrage mal grundsätzlich, auch in der Vergesellschaftungsperspektive, wäre ja eine Budgetierung oder Kontingentierung von Zugangs zu Nutzungsrechten eine grundsätzliche Frage oder Möglichkeit. Also wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, ich finde es einen spannenden Gedanken, aber ich frage mich, ob es nicht einfacher geht. Ja. Noch einfacher. Indem man vom Grund auf schon am Anfang diese Frage stellt. Indem die Leute vorher schon als Gesellschaft sagen, wir wollen das nicht, weil das ist umweltschädlich, so wie wir auch schon CKD-Sachen abgeschaltet haben. Ja, nur ganz kurz zurückgefragt, ja. Aber müsste dann in Entscheidungsprozessen, über die wir noch sprechen müssten, ich habe es ja schon gehört, oder demokratische, Branche für Branche, Produkt für Produkt entschieden werden, dass Yachten werden nicht mehr produziert, Privatjets werden nicht mehr produziert. Aber ist das ganz einfach oder ist das? Das ist die Frage der Machtverhältnisse und wie wir es durchsetzen. Ja, wenn ich jetzt technisch stofflich nur denke, ist, glaube ich, das einfacher, vorher einfach zu sagen, wir produzieren das nicht. Von den Machtverhältnissen bin ich mir nicht sicher, welches einfacher umzusetzen ist. Ich will nur abschließend sagen, beide sind unendlich große Herausforderungen. Interessant. Ja, noch zu diesem ganzen Thema, setzt man da beim Konsum oder bei der Produktion an. Ich würde auch tendenziell lieber bei der Produktion ansetzen, was natürlich auch schwierig ist. Aber dafür noch ein anderes Beispiel, und das sind die ganzen Klimaverhandlungen. Ne? Es fehlt ja schon lange, stehen ja Budgetierungen im Raum. Das ist natürlich eigentlich das Sinnvollste zu sagen, auch nicht nur jeder Bürger, sondern auch Staaten, auch gemessen an ihrem historischen CO2-Ausstoß und so weiter. Damit ist man trotzdem, obwohl Budgetierung da total sinnvoll ist, am Ende von der Pipeline und nicht am Anfang von der Pipeline. Ne? Und viele haben mir gesagt, nein, und das halte ich für vollkommen richtig, man muss aufhören, die fossilen Quellen überhaupt zu fördern. Das ist natürlich international auch total schwierig, aber es ist interessant, dass darüber überhaupt nicht geredet wird, im Rahmen der Klimaverhandlungen nicht. Das Problem, wenn man das End of the Pipe macht, ist in der realen Welt, dass wir vielleicht hier irgendwie eine Revolution haben und eine Konsumrevolution und viel, viel weniger verbrauchen und so weiter, dann wird das Öl international billiger, weil wir weniger verbrauchen und andere kaufen mehr davon auf. Das passiert in der realen Welt, ne? Wo keine gleichzeitige Weltrevolution überall gerade stattfindet. Und wenn du am Anfang der Pipeline bei der Förderung ansetzt, ne, dann kannst du nämlich sagen, okay, wir haben eine Quote und die sinkt jedes Jahr um 10% oder was auch immer. Ne? Auch sehr schwierig. Aber es wäre realpolitisch international eigentlich machbar, wenn man den ölproduzierenden Ländern Geld dafür gibt. Ne? Es gab einen Vorschlag von Ecuador,
damals, als Alberto Acosta dann noch Umweltminister war, wo sie gesagt haben, okay, wir haben hier in Amazonas, da ist Öl drin, wir würden das gerne nicht abholzen, aber wir brauchen einen Fonds dafür, dass wir das nicht tun, weil wir sonst keine Einnahmen haben. Ne? Unter anderem verhindert von Dirk Niebel, damals FDP-Entwicklungsminister, weil Deutschland relativ viel Geld ursprünglich zugesagt hatte, dann hat es zurückgezogen, ist also geplatzt. Aber ich glaube, trotzdem ist dieser Ansatz total interessant, da an der Quelle anzusetzen. Das wird aber in der realen Welt, wenn man das global mal sieht, tatsächlich auch in gewisser Weise schmutzige Deals erfordern, weil man Ländern wie Russland, weil man Ländern wie Saudi-Arabien dann eigentlich Geld auf den Tisch legen müsste dafür, dass sie aussteigen. Ne? Das ist nicht schön, die haben ja, aber man muss denen was anbieten. Und da weigern sich bisher, gerade bei den Hochkonsumenten von den Staaten im Westen, die eigentlich den Klimawandel im Wesentlichen verursacht haben, überhaupt darüber nachzudenken, dass es irgendeinen Ausgleich gibt. Ich will das nur noch mal in den Raum stellen, dass es sozusagen, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass an dem Konsumhebel man nicht auch was machen kann, aber dass man also an diesen, am Anfang der Pipeline vielleicht mal denken müsste, weil die Klimaverhandlungen sind in einer absoluten Sackgasse, das führt überhaupt nirgendwo hin. Und das ist immer der End-of-Pipe-Ansatz und wir brauchen einen anderen Ansatz. Okay. Ja, ich bin dir auch dankbar, Fabian, dass du das Spektrum aufspreizt und sagst, es gibt eine Möglichkeit, auf der Konsumseite am Ende des Prozesses anzusetzen oder bei der Quelle, bei der Produktionsseite. Und ich denke, wenn wir darüber diskutieren, wo ist es aussichtsreicher, wo ist es durchsetzungsfähiger, dann sind wir schon sehr weit. Und bei meinem Vorschlag haben wir schon gesagt, bräuchte es eigentlich auch einen völkerrechtlichen Vertrag von einer Mindestgröße von Ländern, die es müssen nicht alle mitmachen. Es ging theoretisch auch ohne China, Russland und die USA am Beginn, wenn etwa 50 Staaten, die Menschenrechtsverträge haben mit 35 Signatarstaaten begonnen. Also das sind die Anfangsgrößen, die es braucht. Und allein das wird schon unendlich schwierig zu erreichen sein. Trotzdem möchte ich es weder illusorisch noch utopisch nennen, sondern einfach ambitioniert und schwer zu erreichen. Und Gleiches gilt für ein globales Ressourcenmanagement. Ne? Ich bin gleich offen und würde das vielleicht auch sogar vorziehen. Ja klar, an der Quelle ist es sinnvoller als am Ende. Nur meiner Meinung nach müsste hier die OPEC ins Boot geholt. Also nicht nur Russland und nicht nur Venezuela oder Ecuador, sondern es müsste eigentlich die ganze OPEC ins Boot geholt werden. Und das stelle ich mir eben auch nicht einfacher vor. Aber ich spreche deshalb überhaupt nicht gegen die, ich unterstütze das. Ne? Und ich würde es auf beiden Seiten versuchen. Ich würde es dann beide Ideen verfolgen. Ich würde sowohl die Vision eines globalen Ressourcenmanagements im Schoße der Vereinten Nationen verfolgen und unterstützen. Aber vielleicht reicht sich auch gleichzeitig auch diese andere Option, die vielleicht andere Machtverhältnisse bedarf. Und vielleicht stellt sich heraus, dass die dann nur pragmatischer ist. Das heißt, leichter und schneller durchsetzbar. Aber ja, ich unterstütze deinen Vorschlag und würde ihm, wenn ich die freie Entscheidung hätte, ihn auch wahrscheinlich meinen vorziehen. Könnte ich mir von jemandem die Karte leihen und sagen, lange mal deine Karte, ich will so einen zweiten Flug machen? Danke, dass du es ansprichst. Nee, also keine Ahnung, deine nicht leihen. Fingerabdruck, nee, aber ich könnte... Wenn du jetzt die Taylor Swift bist und ich bin entweder eine Hartz IV-Nase, ich bin eine Niedrigverbraucherin aus Zentralafrika, die gar nicht die finanzielle Kaufkraft hat, ihr, also meine gesamte ökologische Kaufkraft auszuschöpfen, dann ist sozusagen der Teil, den ich unbedingt brauche, damit ich meine Grundbedürfnisse befriedige, der ist gar nicht verhandelbar, weil der ist sozusagen eine Art Grundrecht, weil es ja um meine Grundrechte auf Nahrung, Kleidung, Obdach geht. Sagen wir, das ist die, jetzt nur um das Gedankenexperiment durchzuspielen, das ist 50% dieses Verbrauchsrechts. Die kann ich nicht verkaufen, aber die anderen 50%, die ich mir gar nicht finanziell leisten kann, die könnte ich jetzt dir verkaufen. Dann hättest du eine weichere Landung sozusagen, könntest zumindest zweimal im Monat fliegen und ich hätte plötzlich ausreichend Geld, dass ich mir Nahrung kaufen kann und dann hungere nicht mehr. Also dieser sozial-ökologische Win-Win-Mechanismus zwischen Nord und Süd, der ist nur was angebracht. Ist gut, dass du auch zum Thema Essen jetzt das thematisiert hast, weil wir können nämlich dann beim Essen ganz konkret auch darüber weiter diskutieren. Eine interessante Idee, also auch das CO2-Budget, Lothar Mayer, möchte ich erinnern, war auch viel hier diskutiert,
Ja, also einfach grundsätzlich stellt sich auch die Frage, Gerechtigkeit, was ist berechtigt, wie viel Anspruch habe ich? Also eine grundsätzliche Frage. Und daneben natürlich die Frage der Demokratisierung, wie kommt gesellschaftliche Partizipation an den Anfang der Produktion. Es war sehr inspirierend und sehr erhellend und so schön, euch miteinander auch zu erleben, Gespräch. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar.